Hallo Freunde, willkommen zurück zu Zelda Twilight Princess. Im letzten Part haben wir versucht, da oben kann man auch hingucken, warte mal. Nö. Ich glaube, man konnte hier an die Wand gucken von der, wartet mal. Jedenfalls haben wir im letzten Part wirklich versucht. Hier sind nur schwimmende Köder, aber alle ob die drei Sorten aus. Außerdem gibt es noch ein Vorspiel, aber der ist etwas schwierig. Die gebe ich nur Leuten, die die Spiele neben der Tür alle gemeistert haben, genau. Oh. Jedenfalls haben wir versucht, das Mummelspiel, wir sind tatsächlich bis zum letzten Level gekommen. Ich gucke hier nur kurz schnell rauf, aber das ist ja sowas von eklig, das letzte Level. Wir haben all unser Geld verspielt, deswegen schaffen wir das nicht. Ich werde später nochmal hierhin zurückkehren. Aber erstmal habe ich überhaupt gar keinen Bock mehr auf so eine Scheiße. Deswegen werde ich jetzt nochmal kurz gucken, ob das vielleicht nochmal schaffen, einen guten Fisch zu fangen. Aber ganz ehrlich, ich habe so lange echt die Nase voll von diesem scheiß Angelteich. Der macht mir nämlich echt keinen Spaß. Ja, und jetzt habe ich auch noch Zeitverzögerung. Ach, scheiß drauf, Freunde, ich habe keinen Bock mehr. Ich werde mich jetzt wegporten. Und, mal gucken. Hier oben gibt es nämlich noch eine coole... Warte mal... Eigentlich ja da. Müssen wir uns fallen lassen. Ja, komm, geht schon. Obwohl, nee, wartet. Ich bin doch quasi in der Nähe. Ich fahre voll vorbei. Jedenfalls macht mir das echt keinen Spaß mit dieser scheiß Angelteich. Ich mag ihn echt nicht. Deswegen werden wir nochmal gucken. Den letzten Fisch will ich haben und ich will das letzte Mummelspiel noch haben. Das machen wir aber wann anders, weil ich gerade echt keinen Bock mehr habe. Unser Geld ist fast leer, das ist natürlich auch scheiße. So, wo müssen wir uns jetzt fallen lassen? Wo müssen wir hin? Ich glaube, da. Dahin müssen wir. Ja, Link, darfst du loslassen. Kann man ja mal hintauchen, das geht schneller. Oder vielleicht auch nicht. Toll, ich komme da gar nicht hin, oder was ist da los? Link, bitte. Gegen die Strömung. Komm schon, Mann. Das ist also eine übelste Strömung. Komm hierher. Ja, ich frag besser nicht. So, und schnell da rein. Ups. Voll getaucht. Nämlich in dieser Ebene befindet sich eine kleine Höhle. Und die wollen wir jetzt mal meistern. Da habe ich jetzt Bock drauf. Hier dürfen wir ein bisschen rätseln. Das ist geil. Ja. So, wo waren die Höhle? Ich muss gerade überlegen. Da oben drauf irgendwo. Kann man da von hier rauf? Ne, von der anderen Seite. Okay. Da 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 da. Na. Das ist eigentlich auch eine Brücke, auf der noch eine Geisterseele ist, glaube ich, auf der da. Aber es ist gerade Tag geworden. Das ist natürlich blöd. Aber das macht nicht. Och, Katze, bitte. Schnauze. Ich kann auch mal die ganzen Dinger in die Luft ballern, obwohl das funktioniert, glaube ich, gar nicht. Ja. So schon mal gar nicht, wenn ich so 20 Milliarden Meter weit weg bin. Nee, die nicht. Aber es gibt so ein paar Steine, die wir hier konnten in die Luft bringen können. Und zack! Boah. Ja gut, meine Katze macht schon das Poster langsam kaputt. Ich lasse ihn mal lieber schnell raus. Mann, ey, das ist echt nicht zu fassen. Oh, Katzen. Ich mag sie ja, aber sie nerven. Hey, wo muss ich jetzt hoch? Ach, da. Erstmal verwundert. Ich muss doch einfach nur hier hoch. Das ist doch kein Problem. Das ist doch alles fresh. Ist doch alles ganz cool. Ich muss gerade gucken, warte mal, wo war denn das? Hier muss irgendwo eine Höhle sein. Also wenn ich hier oben reingehe.
Wo kommt denn da? Wo geht's denn da hin? Können wir mal ausprobieren. Ich glaube, da kommen wir in die Zora-Höhle an. Ups. Mann, ich will die Schildattacke machen, also Helmspalter. Ja. Wo waren die jetzt? Irgendwo hier muss sie doch gewesen sein. Och man. Ich mag das nicht, wenn man nicht weiterkommt. Das ist unproduktiv. Och man. Wo ist jetzt diese Scheißhöhle? Hier? Oh ja, hier ist sie, okay. Aber der kriegt erstmal hier. Zack. Bats. So, ein Fünfer. Jetzt hier schön die Luftball an dir. Irgendwie muss auch noch ein Insekt sein, das hören wir gerade und ich weiß es auch noch. Nämlich genau da. Da oben. Komme ich da ran? Nein, bleib stehen. Ah. Hirschkäfer, weiblich. Haben wir davon schon den ersten? Ich weiß es nicht. Gut, ab in die Höhle. Ab in die Höhle. So, ich habe jetzt überhaupt gar keine Ahnung. Also, ich weiß schon, hier war nämlich eine Eishöhle. Boah, das sieht cool aus. Habe ich ja gesagt, mit einem Schieberätsel. Und die ist hier auch. Allerdings habe ich echt keine Ahnung mehr, wie diese scheiß Schieberätsel war. Da muss man natürlich nachdenken. Und das kann ich ja nicht so gut. Ne? Warte mal, ich habe eine Idee. Nee, doch. Warte mal, nee, es ist schlau, wenn wir das da machen. Warte. Jetzt verschieben wir das daran. Dann schieben wir das weg. Dann haben wir da schon mal einen. Das bringt, glaube ich, gar nicht so viel. Ich muss ja den zweiten da auch noch hin. Ach so, wartet, wartet. Ah, ich habe eine Idee. So, rutschig. Okay. Au, Mann. Den dahin. Dann einen von beiden, ganz egal, in die Mitte. Und rüber. So, aber den muss ich jetzt auch in die Mitte kriegen. Jetzt habe ich... Ah doch, ich habe ja einen. Ich kann den hinteren wieder rausziehen. Haha. Bumm. Aha, ich habe es gelöst. Aber es gibt davon ganz viele Rätsel. Das weiß ich noch. Oh Mann. Link, jetzt schiebt dieses Scheißding einfach nur, okay? Und... Ihr löst. Doch, es sind schon zwei Schalter hier. Gibt es davon drei Etappen? Ja, drei, okay. Schaffen wir doch alles. So, muss erstmal natürlich gucken, wie wir das genau anstellen. Ich glaube, das ist gar nicht so blöd, wenn wir erstmal... Doch, das ist blöd, warte mal. Ja, ich versuche mal was, wartet. Ich mach mal den da hinten. Jetzt habe ich mir gerade in meinem Kopf mit dem hier ausgedacht. Geht zwar auch andersrum, aber ich versuche doch mal mit dem, damit ich jetzt nicht durcheinander komme. So, zack. Ja, warte mal, wie war denn jetzt mein Plan? Scheiße. Oh, hier wollte ich hin. So, zack. So, den da hinten haben wir jetzt schon mal. Aber wie kriegen wir jetzt noch den zweiten? Nur so ganz bisschen. Die kann ich ja wieder wegziehen hier. Die werde ich auch sicherlich brauchen. Das kann ich jetzt, kann ich euch jetzt schon sagen. Wartet mal. Ich brauche den hier eigentlich als Stütze. Wartet mal. Ich möchte jetzt ungern den anderen wieder runterschieben. Kennt ihr das?
Weil ich den da schon so schön raufgeschoben habe, will ich den natürlich nämlich wieder mal zerstören, ja? Aber Moment. Moment, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Den muss ich jetzt mal in die Ecke schieben, da. Zack. 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 Ach, scheiße. Ich krieg den ja gar nicht jetzt in die Ecke da rein. Ach, Mann, ey. Aber wartet mal, das ist gar nicht so blöd. Ich kann den mal wieder herschieben. Pass mal auf. Ach, Mann. Den von der anderen Seite. Krieg ich den gar nicht mehr runter, oder was? Doch. Pass mal auf, ich zeig's euch. Oh, Mann. Oh, jetzt. Schieb doch nicht wie so ein Affe-Link. Das ist echt nicht zu glauben. Woran? Muss ich den daran schieben? Den daran schieben, den wieder ranschieben, damit der Knopf wieder betätigt ist. Dann darf ich den da hinten wieder rausziehen. Aber wie es weitergeht, weiß ich da noch nicht. Ich muss den noch irgendwie. Oh Mann. Link, zieh das doch einfach. Das ist doch nicht so schwer. Okay, eigentlich ist es voll unlogisch. Bei Ocarina of Time ging es aber noch. Habe ich doch schon mal eine gute Voraussetzung, aber das geht immer noch nicht. Das geht trotzdem nicht. Weil mir ja echt die Stütze irgendwie fehlt. Ich kann aber mal was versuchen, nämlich wenn ich die mal austausche irgendwie. Wait a moment. Wait a moment, ich hab's, glaube ich. Wartet. Der muss wieder raus und in die Ecke. Ah nein, das geht auch nicht. Oh, das geht auch nicht, glaube ich. Nee, ach Mann, ey. Ach Mann, ey. Ursprünglich der Plan war es jetzt, die auszutauschen. Alter. Ach doch, ich hab's. Alles klar, okay. Jetzt hab ich's. Jetzt hab ich's gerade gesehen, es funktioniert. Okay, und jetzt da rum. Mein Gott. Das ist echt eine Scheiße. Aber das funktioniert ja auch nicht. Oh, Alter, ich glaub's nicht. Das ist echt schwer. So, wie wenigstens den da schon mal haben. Weil der bereitet mir irgendwie mehr Kopfschmerzen. So. Boah, ist das ein Scheiß hier, oder was? Ich muss den jetzt. Aber ich kann ihn ja nicht. Doch, ich kann. Wartet. Ich habe, glaube ich, eine Idee wieder. Meine Ideen sind immer so toll, ne? Merkt man schon. Das muss ich. Ach man, wie geht's denn jetzt noch? Das muss ich den. Achso, nee, ich muss erstmal, weil ich. Muss erstmal wieder zurück. Ich muss nämlich erstmal hier rausschieben. Ich muss nämlich jetzt austauschen. Passt auf. Link, renn mal bitte ein bisschen besser. Ich muss den jetzt nämlich im Kreis führen. Passt mal auf. Der muss nämlich hier rum. Den kann ich schon mal dahin machen. Achso, ist er ja schon. Der muss da in die Ecke. Das funktioniert auch nicht. Och Mann. Scheiße. Das ist doch jetzt nicht zu fassen. Mann, was zur Hölle? Dieses Rätsel macht mich echt kaputt. Doch alles asozial hier, ganz ehrlich. Den will ich dann nicht mehr verschieben. So, mache ich die Tür hinten auf, aber da komme ich ja nicht so schnell durch. Und wie schnell die gleich wieder zugeht. Mann, scheiße.
Oh, Mann, es fällt mir nichts mehr ein. Wenn ich mal da rumschiebe wieder, das bringt ja auch nicht viel. Glaube ich. Wenn ich da jetzt rumschiebe, kann ich den da wieder rausschieben. Wie habe ich dann da? Kann ich den daran schieben, dann brauche ich den ja da wieder. Ich versuch's mal. Okay, ich glaube, Hart ist gleich schon vorbei. Und den ganzen Tag, genau. Den ganzen Tag nur in so einem dummen Rätsel. Muss ich ja noch eine Aufnahme machen. Ist das eklig? Meine Idee war jetzt so. Ah, das funktioniert, glaube ich. Den jetzt da ran schieben. Ja, das funktioniert. Es funktioniert. Mein Gott. Was? Was ein Rätsel. Gleich kommt noch eins. So. Jetzt kann ich ihn darauf schieben. Endlich. Oh mein Gott. Noch eins. Machen wir das noch schnell in dem Part. Versuchen es. Okay, erstmal ist ja wieder eine gute Voraussetzung, den dahin zu machen. Den letztendlich schon mal in die richtige Reihe zu bringen. Oh Mann. Jetzt muss ich es allerdings schaffen, daraus eine Reihe zu machen. Wie das gehen soll, fragt mich nicht. Daran habe ich ja schon mal eine Reihe, aber das funktioniert auch nicht, glaube ich. Warte mal, vielleicht so. Das hat was mit logisch denken zu tun. Ich habe gerade so ganz grobe Züge in meinem Kopf, allerdings ist das noch nicht so ganz vielversprechend, möchte ich behaupten. Wenn ich jetzt... Das bringt ja auch nichts. Hey. Ups. Können wir hier schön... Mann, ey, ihr Scheißdinger! Löst euch gefälligst! Manchmal kann ich den nicht... Konnte ich den nicht auch so rumschieben? Das will ich jetzt gar nicht ausprobieren. Ich habe schon eine gute Vorlage geschaffen. Mist, das muss noch ein weiter nach rechts. Ich glaube, ich muss ein Dreieck schaffen. Denn das hatte ich ja schon mal. Muss ich... Nein, beide kann ich ja leider nicht schieben. Ach, scheiße, muss ich hier nochmal ein Dreieck machen. Oh mein Gott. Spiel. Sei doch nicht so umständlich. Deswegen mal ausprobieren, ob das auch so ging. Jo, tatsächlich. Cool. Okay, machen wir das schnell so. Geht schneller. Nee, ist ja auch idiotisch. Mann! Oh, so eine Scheiße aber auch, ey. Es ist echt nicht zu fassen. Langsam habe ich keinen Bock mehr, meinen Gehirnschmalz anzustrengen hier. Ich probiere gerade mal ein bisschen rum und überlege mir währenddessen eine Strategie. Bin ich ja schon mal wieder in der richtigen Reihe. Man ist doch auch wieder assi hier. Das ist alles doof. Hab keinen Bock mehr nachzudenken.
Nachdenken macht echt keinen Spaß. Och Mann. Mann, ich möchte jetzt gern durch sein. Na Freunde, der Part ist eh vorbei. Im nächsten Part überlegen wir mal weiter. Tschüss.